Hallo und herzlich willkommen zu einer, zur 95. Folge Echo, zweite Staffel. Ich muss sagen, für mich waren's einige Tage her, ich geb's zu, Wochen. So, ich habe die Aufnahmen wieder hinbekommen, ich habe viele Disconnects, es gab Updates, ich habe Aufnahmen, einige, leider nicht weiter betreiben können. Egal, es ist einiges gut gegangen, einiges schlecht gegangen. Wichtig ist, dies ist jetzt für mich eine Art Verabschieden. Ich möchte euch jetzt noch zeigen, was geschehen ist. Ich laufe da hinauf. Einmal noch durch die Welt laufen und dann möchte ich euch das zeigen und eine kurze Ansprache machen zur 95. Folge. Hier ein kleines Lager, ein wunderschöner Raum. Ach, da waren noch die Anfänge. Ich weiß noch, wie ich da runter wollte. Ganz viel Kohle. Das wollte ich alles abbauen. Ja. Hier die vielen Lager, da liegen die Stücke noch einzeln herum. Man kann da nach hinten und konnte da hinten herumgehen. Allerdings ist da alles voll. Was teilweise ja auch gut ist. Hier der eigene Werkraum, die Bastelecke sozusagen. Ja, da hat's angefangen mit den Tailings. Ja. Das ist etwas, was sich auch geändert hat. Ja. So. Wir kommen hier hinunter. Hier haben wir unsere Steinbruchgedanken gehabt und den ganzen Stein abgebaut dabei. Während wir überlegt haben, wie wir hier einen Steinbruch bauen. Hier habe ich irgendwo... ich weiß das gar nicht. Oh doch, ein Reisfeld gemacht. Ah, das war auch schön. Ja, da oben sind unsere Häuser. Die schauen wir uns nochmal an. Die Sache mit dem Property und so... waren das coole Zeiten. So. Hier die Rampe nach oben. Das ewige Feuer brennt nicht mehr. Die Truhen mit dem Essen. Das war auch cool. Hier das andere Gebäude. Was war denn? Oh ja, im oberen Stock. Ja, die heilige Bohne. Die heilige Bohne. Hier haben wir die provisorische Küche mit dem Schlafraum. Das Haus wollten wir irgendwann mal ausbauen. Ach, das war auch schön. Ja, dann haben wir da oben ein Windrad mit ein wenig Öl. Der Ölproduktion, da gehen wir jetzt noch einen kleinen Sprung nach oben. Ein paar Minuten haben wir ja noch die umweltfreundliche Ölproduktion. Oh... ja, ein paar Ölkisten, oben ein paar Fässer, denke ich. Ja, ein paar ist gut, ziemlich viel auf Reserve. Der Pumpcheck, der Fluss, der neben dem Dorf vorbeifließt. Bam. So. Ja. So, dann haben wir hier das Haus des Steinmetzen. Ja, so ist es. Der Wolf. Ich könnte jetzt Properties setzen, um überall hineinzugehen. Das will ich aber gar nicht. Die extreme Steinrampe. Ich weiß noch, ambitionierte Pläne. Ich wollte hier in die Richtung weiter bis hinten, wo die Ölproduktion ist. Durch den Berg einen riesigen, gewaltigen Tunnel mit diesen Abmaßen. Und dann mit LKW durchfahren. Auch schön. Hier die Lager unter dem Steinmetzen. Weitere Lager. Oh ja, da kann ich mich auch erinnern, wie tief ich da runtergegraben habe. So, und hier auch ganz interessant eigentlich. Da drüben, aber da kommen wir jetzt nicht hin. Wo kann ich denn das sehen? Genau. So, und zwar, hier ist das Gebäude. So. Des Steinmetzen, also der Schreiner, hier ist der Steinmetz.
Da wollte ich eine unterirdische Verbindung bis rüber zu dem Laderohr machen. Ja, ist mir auch fast gelungen. Ja, ich werde mal ganz schnell so. So, weil wenn ich mich jetzt hier herstelle, im Rücken, also ist echt nicht mehr weit. Naja. So. Wir laufen zurück. Ach, das waren Zeiten. So, meine ganze Ansprache. Im Endeffekt geht es jetzt darum, mein nostalgisches Thema hier auszuarbeiten. Da ist der Steinmetz drin. Ja. Ich habe es noch schön untergebracht hier. So, und soweit ich weiß, ist da irgendwo auch. Ja, hier. Auch schön. So. Das ist natürlich das größte, beeindruckendste Gebäude. Das der Steinmetzen und da oben. Ja, wunderschöne Stunden hier verbracht. Ja, das war er. So. Auch schön. Der Wolf. Über die Straße. So. Wir kommen zur Fabrik. Da haben wir dann einst begonnen, die Umwelt zu verschmutzen. Auch herrlich. So, und jetzt beginne ich langsam zu erklären, während ich hier herumlaufe, warum ich hier den nostalgischen Abschied vornehme. Und zwar, ich habe vor langer, langer Zeit, vor vielen, vielen Monaten, die ersten Aufnahmen hiervon gemacht und habe mir damals gedacht, mein Gott, an dem Spiel kann ich mich festsuchten und habe das dann auch gemacht. Ich habe mich auch festgesuchtet an diesem Spiel und es hat mir enormes Vergnügen bereitet. Es war ein großartiges Spiel, es hat mir viel, viel Freude gemacht. Ich habe gerne die Stunden hier verbracht in diesem Spiel. Ich habe gerne mit dir gemeinsam hier aufgebaut, weitergebaut, entdeckt und wieder runtergefallen. Aber es muss jetzt ein Ende haben. So. Ach ja, hier haben wir auch noch Lager. Hintergrund ist der, ich habe jetzt echt seit langer Zeit nicht mehr aufgenommen. Ich habe, weil ich mich so fest gesuchtet habe, einiges im Vorhinein aufgenommen. Es gab Updates, die das Ganze wieder repariert haben, was nicht funktioniert hat, was ich so an Bugs gefunden habe, was wahrscheinlich alle zum damaligen Zeitpunkt an Bugs gefunden haben. Wichtig ist, es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Dazu kommt noch, dass dieses Spiel ist aus meiner Sicht ein super Multiplayer-Spiel. Natürlich, man kann es auch im Singleplayer-Modus spielen und kann hier ganz viel Spaß alleine auch haben. Aber Moment, so, aber ich glaube, es hat sich inzwischen so viel getan und wir haben so viel noch nicht erlebt in diesem Spiel, was wir noch hätten erleben können. Da denke ich mir, es ist besser, ich habe es hier nicht zu Ende gespielt, sondern im Endeffekt nur angespielt. Es war ein wunderschönes Spiel, es hat mir ganz viel Freude gemacht. Wir könnten so viel hier noch machen. Jetzt schaue ich noch, wo wir den Meteor vielleicht noch finden. Hier. Und wir haben noch immer 26 Tage und 12 Stunden. Ich habe mit dieser Welt gemeinsam mit dir so viel Zeit verbracht und ich denke mir, wir haben schön angespielt, wir haben viel gemeinsam erlebt, noch bei weitem nicht alles, was dieses Spiel zu bieten hat, wenn ich dran denke, wie wir mit dem Kochen im Endeffekt ja nichts getan haben, also nichts, aber sehr wenig haben wir nur gekocht von dem, was zu kochen möglich gewesen wäre. Macht aber nichts. Wir haben auch das ganze Thema mit den Spielerwährungen nicht gemacht. Ich denke, ich habe viel Spaß gemeinsam mit euch und ich alleine auch in vielen Stunden, in denen ich auch vorbereitet habe, ganz viel Spaß, Vergnügen und Freude gehabt. Und das ist der richtige Zeitpunkt, meine ich, um Lebewohl zu sagen.
Wir haben den Laser gebaut, den ersten. Wir haben ihn nie eingesetzt. Wir bräuchten aber, habe ich inzwischen auch erfahren, vier, wenn das noch stimmt alles. Und ich denke, als angespielt kann man es so stehen lassen. Und ich freue mich, dass ihr mit mir gemeinsam hier dabei wart. Und ich bedanke mich für viele, viele Folgen, die ihr mich begleitet habt, in der ersten und in der zweiten Staffel. Und wer weiß, vielleicht kommt wieder mal was. Bis dahin sage ich aber allen vielen, vielen Dank und schön, dass ihr dabei wart. Ein grandioses Spiel, gut gesuchtet, gut dabei, total toll durchdacht, hat mir viel Freude gemacht. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.